Moin Moin, mein Name ist General Heinrich und willkommen zu einer weiteren Folge von Ultimate General Civil War. So, letzte Folge waren wir ja bei Coarse Keys und ja, diese Folge kommt jetzt ein paar Tage später. Nochmal kurz zu eigener Sache, bevor es hier gleich losgeht. Und zwar, ja, beruflich ist es gerade so ein bisschen interessant geworden. Nächstes Jahr steht auf der Kippe, mal gucken, wie es läuft. Ich bin gerade am Bewerbungsschreiben. Nebenbei habe ich noch eine Prüfung vor mir. Und ihr könnt euch vorstellen, das frisst alles ein bisschen Zeit. Und darum, ja, tut es mir jetzt schon leid, dass ich jetzt hier nicht im Rhythmus bin. Normalerweise war es mal gedacht, 7 Days to Die und The Forest, Montag, Mittwoch, Freitag Folgen rauszubringen. Ultimate Civil War ist eher für Dienstag und Donnerstag vorgesehen. Und letzten Donnerstag habe ich es leider nicht geschafft. Darum versuche ich jetzt noch diese Folge so schnellstens nachzureichen. Und ich hoffe, ihr habt da Verständnis. So, jetzt wieder zum Spiel. Genug gelabert. Port Republic, 9. Juni 1862. Ihre Operation im Tal haben die Unionisten dazu gezwungen, eine bedeutende Streitkraft in diesem Gebiet zu mobilisieren. Dieses verzögert ihre Offensive auf unsere Hauptstadt. Eine zweite Kolonne der Union marschiert unter General Shields nach Port Republic. Wir müssen die Streitkraft der Union angreifen und vernichten. Vernichten klingt immer fantastisch. Klingt immer leicht, ist es aber nie. Dies wird der letzte Kampf in diesem Gebiet sein. Besiegen Sie die Unionisten. Dieses Pack, um sie zum Rückzug aus dem Tal zu zwingen. Dann können sie sich mit ihren Streitkräften nach Richmond, nicht Fort Richmond, aufmachen und die Verteidigung dort unterstützen. So, ja, ihr habt schon gesehen, ich habe ein zweites Korps erstellt, mit ein bisschen Geld, was übrig blieb. Zack, ein, zwei Trüppchen gekauft und natürlich reicht das hier nicht, aber ich denke mal, später kommen noch größere Schlachten. Da können wir nochmal eine weitere Division mit weiteren Brigaden gebrauchen. Und ja, gucken wir uns das doch mal an. Hier geht es noch weiter. Eine Yankee-Brigade wurde dabei gesichtet, wie sie die Position in diesem Gebiet einnimmt. Das muss die Vorhut von General Shields Division sein. So. Wenn hier die Truppen sind, flankieren, Seite und aufräumen. Aber hier würde ich Pound Anderson hinschicken, unsere Jäger, oder vielleicht hier ins Feld auskundschaften und dann Seite aufräumen. Kanonenfeuer, vielleicht hier noch ein, zwei Einheiten stationieren, dann sollte das hier eigentlich kein Problem sein. Derzeit stehen Ihnen nur eine Brigade zur Verfügung. Okay, aber es sind mehr Einheiten aus Cross Keys, das war in der letzten Folge, auf dem Weg. Sie werden bald eintreffen, um den Angriff zu unterstützen. Unsere Späher haben gemeldet, dass ihre Hauptstreitkräfte auf den schlammigen Straßen erschöpft sind und nicht so bald erwartet werden. Das gefällt mir. Rücken Sie mit Ihrer Brigade vor, greifen Sie die Vorhut an, bevor die restlichen Truppen der Unionisten eintreffen. Machen wir. Eigentlich stand da gerade eine Brigade, oder? Okay, Lane, Kemper, ja, willst du machen, ne? Zack, zack, zack. Start. Ich mach das mal trotzdem. Kommt mal her. Einrecht, zack. Zack. Bisschen leise. Okay. Irgendwie sind meine Kopfhörer nicht mehr so geil, ne? Ich glaube, ich habe da so einen Wackler drin. Na, geil. Jetzt höre ich was. Heinrich, bitte gib Gas. Wir können ja mal vorspulen, bis wir unsere Truppen verschoben haben. Ja, hier ist ein schönes Feldchen. Schlachtfeld ist nicht groß.
Ich hoffe, dass das hier mit dem Übergang eine gute Idee war. Werden wir gleich sehen. Musik. Die Musik hatte ich ausgestellt, weil YouTube immer am Meckern ist bei der Musik von dem Spiel, aber Effekte sind auf volle Lautstärke. Okay. Ah. Jetzt höre ich das, was ich vermisst habe. Schüsse. Old. Nein, Camper. Komm mal gleich her hier. Camper, Camper, Camper. Ah, ich bin jetzt auch gleich da. Rein. Hopp, 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 hopp. Ach, wir kriegen schon Verstärkung. Kingerflot. So, ich weiß jetzt nicht, von welcher Straße die ihre Verstärkung kriegen. Anderson positioniere ich mal hier. Pound. Ab ins Feld. So. Wo sind Kanönchen? Ab ins Feld. Dann können wir Munition auch gleich noch schaffen. Ja, die haben uns gefunden. Wir haben Schützen. Was haben wir hier noch? Dahin. Hier drei. Baut hier bitte. Ah, andersrum. Da eine Linie auf. Kavallerie bin ich mir noch unsicher. Ich schiebe sie erstmal auf diese Seite. Ah, dann haben wir noch Lewis Quartz. Einmal auch dahin. Dann warten wir noch mal kurz, bis sich alles positioniert hat. Pound ist nicht gesichert. Ich habe nämlich Angst, dass ich hier in den Rücken gefallen werde. Flächen hier, wenn sie von der Straße kommen. Das sollte reichen. Also sie sollen ja hier hauptsächlich sein, ne? Kanonen sind bereit. Horst geht gerade rüber. Nee, Lane kannst nicht hier. Du musst da rüber. Doof. Wenn da so ein enger Übergang ist, hier schön mit Kanonen reinrotzen, wäre natürlich jetzt verheerend. So, Reichweite. Schlecht. Komm weiter. Siegfried. Oh, jetzt dürft ihr weiter marschieren. Ich würde sagen, Kanonen nachrücken. Kanonen nachrücken. Also Camper und Lane. Hopp, 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 hopp. Ich möchte jetzt nicht, dass der Lore der schnell läuft, dann wird er aus der Puste. Aber. Wäre doch toll, wenn ihr doch ein bisschen euren Arsch bewegt. Kanonchen bewegen sich. Eigentlich nachziehen. Kavallerie ziehe ich da mal auch ab. Jackson, ab in den Wald.
Und da sehen wir die Kanonen. Feindliche Artillerie gesichtet, ja. Na, warte mal, wir ziehen das doch in diese Richtung. So, jetzt müssten wir sie doch locker einkesseln können, oder? Da läuft schon was, das gefällt mir. Ich liebe es, wenn sie laufen. Und das passiert jetzt wirklich hinter uns. Wir müssten diesen Hügel halten, ne? Eigentlich. Schneller. Horst, Camper, Attacke, weiter vor. Wir müssen aggressiv sein. So, jetzt muss ich die Seite aufgeben. Ich habe Angst. Und zwar brauchen wir die Angst. Haben wir die wirklich Angst? Ab da rein. Aha, warum das hier hinten? Was macht ihr da? Warum sind die Kanonen von kurz nicht da? Schnell zurück. Los, 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 laufen, 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 laufen. Was geht los? Schön reingelaufen. Oh, schön abschlachten lassen. Hier oben haben wir sie zurückgeschlagen. Pound bitte. Und die laufen auch. Super.
Jackson hat zu tun. Muss Skype sammeln. Jackson verliert immer ein paar Leute. Immer noch. Kriegen Kanonenfeuer. Ich ziehe die auch mal zurück. Die Kanonen kommen jetzt endlich mal in Sicherheit. Okay, Lane hat es geschafft. Das heißt, Lane ziehe ich hier erstmal im Wald. Die können auch zurück. Und sobald hier die 400er Marke bei meinem Jackson unterschreitet, ziehen wir den zurück. Anderson hat es ganz gut erwischt, aber Anderson und Pound haben sie ja zurückgezwungen, also zurückgedrängt von der Brücke. Sollen sie ruhig mal den Gegenangriff dann machen? So. Attacke. Ja, die rücken mit den Kanonen näher ran. Sollen sie machen. Die sind jetzt weg wahrscheinlich, ne? Ungeduldig. Ich verstehe jetzt absolut nicht, was sie da machen. Muss ich das verstehen? Jackson zurück. Zurückfallen. Der haut mich ab. Los. Lass sie doch schön rüberlaufen. Warum sehen sie denn mit Pound? Sind sie auch komischerweise.
nicht jetzt Löwen, Jackson. Die haben sich fast. Oh, Jackson ist super, ja. Ich hätte auch gedacht, dass die Einheit sich auflöst. Das war so meine Hoffnung. Genau wie unten rechts. Aber nein. Kämpfen. Kämpfen um ein nacktes Überleben. Könnt ihr euch das vorstellen? So. Er hat's geschafft. Scheiße, ich hab verpennt. Sie können die Mission beenden. Oder den Kampf fortsetzen. Wenn ich den Kampf fortsetze, heißt es, dass ich da einen blockt irgendwie alles. Das ist irgendwie ätzend hier in der Ecke. Durch die Bäume. Jackson bringt nochmal in Sicherheit. Wie ich da verloren habe, war schon wieder zu teuer. Ich hätte ja auch noch den Rad, ne? Aber hören wir auf, wenn es am schönsten ist. Wir haben auf jeden Fall mehr Infanterie gestellt. 1600 zu ein paar zerquetschte, ein bisschen mehr. Verluste 831, aber die haben ja 3300 aufgerundet verloren. Also wir haben nicht die vollständige Armee zerstört. Aber die Mission haben wir gepackt, was wir packen sollten. Sam Lewis ist aufgestiegen. Güter haben wir auch geborgen. War doch einfacher, als ich gedacht habe. Karrierepunkt und wie man mir mitgeteilt hat, soll ich ja, ist doch einfach, kenne ich doch einfach auch aus Rollenspielen, dass man hier irgendeinen Wert straight nach oben pusht. Ich habe hier irgendwie alles so mittelmäßig gemacht. Und ja, was machen wir? Truppenteil braucht man ja nicht komplett aufrüsten. Munition ist... Ja, Katze. Munition ist sehr wichtig. Ausbildung bringt Preis für Veteranen. Veteranen werden günstiger. Ich glaube, ich gehe auf bei höherer Wirtschaftlichkeitsstufe sinken die Preise für neue Waffen. Ich gehe auf Politik, Gold und Rekruten. Das werde ich jetzt erstmal straight nach oben leveln. Vielleicht zwischendurch nochmal auf Truppenteil. Ich glaube, dann war das Maximum eh nur 6, was man machen sollte. Irgendwo stand das. Ich weiß jetzt nicht mehr wo, aber irgendwo stand das. Das brauche ich doch. Hier, warte mal. 5 Punkte, 5 Regan. Muss ich mal nachlesen, aber ich glaube, die brauche ich, glaube ich, gar nicht voll. Wenn doch, dann mache ich es doch eher Truppenteil voll. Oh ja, nee, Politik ist schon gut. Ich brauche Geld. Ich hatte ja mit Geldknappheit gekämpft so ein bisschen. Wir haben zwar noch Rufpunkte, die wir für irgendwas ausgeben können. Aber ich bin immer so ein bisschen geizig bei sowas. Kann ich nochmal gucken. Ja, ist gut. Wir haben schon ein paar Punkte ausgegeben und... Oh, wir können sogar Geld erhalten. 75.000. Aber, weiß nicht, ich heb mir die nochmal auf. Aber hier, das könnte doch interessant sein. Von denen habe ich nämlich noch ein paar. Das heißt, damit könnte ich eigentlich jetzt eine komplette Ranger-Einheit ausbilden. Ich nochmal die... Reichweite 600, Damage 10. Da habe ich schon 171. Das mache ich mal. Das machen wir. Bestellen.
So, wir hatten Pound nämlich. Wobei ich Anderson irgendwie lieber mag. Anderson hat auch mehr Erfahrung. Dann kriegt der jetzt nicht mehr die Sharp-Modelle, der kriegt jetzt... Wann kriegen wir die denn? Ach, da sind sie. Ich hab das sind... Ah, das sind TS-Dinger. Also da unterscheiden sich dann doch scheiße. Aber im Laden haben wir noch ein paar... Gibt ihnen die trotzdem. Anderson kriegt die jetzt. So. Weil er ist eher für Quartz. Und das haben wir vorhin gesehen. Der hat ja schnell geschossen. Und ich glaube, man hat sogar gesehen, dass sie zurückgegangen sind. Mili 54. Hohe Feuerrate mit 86. Hier haben wir Mili 50. Aber ich glaube, Mili war Nahkampf. Damage muss ich gucken. Damage 10. Ja, aber das Problem ist, hier kriegen wir zwar mehr Schuss raus mit diesem Sharps-Gewehr, ne? Mehr Schuss. Aber Problem ist, kurze Reichweite. Also wir haben hier, sehen wir ganz schnell, Nachladezeit ist ganz schnell eigentlich. Nahkampf ist auch nicht schlecht. Aber mit denen gehe ich nicht in Nahkampf, finde ich nicht. Wir haben eine hohe Effizienz und Ladezeit. Effizienz ist eher dafür da, damit wir akkurat treffen. Und wie gesagt, dann können sie schon mit Zielfernrohr. Oh, ich finde das einfach cool. Das verbesserte, Gott, ich kann es nicht aussprechen, das verbesserte Gewehr mit einem Zielfernrohr ist die ideale Waffe für Scharfschützen. Seht ihr? Da steht da im Text. Also braucht Anderson diese Waffe. Punkt. So, und wenn wir nächstes Mal hier noch in der Karriere vielleicht oder übernächstes Mal irgendwann den Truppenteil nochmal erhöhen, können wir vielleicht hier nochmal ja, eine Division freischalten. Siegfried ist ein Schütze und Schützen kriegen bei mir... Oh, ja, genau das ist es. Oh nein! Nachladezeit... Schusswaffen. Sind Schusswaffen denn besser? Präzisionsschützen aus. Nee, nee, die sollen ja schön schießen. Das brauchen sie nicht. Zack. Schön, schön, schön. So. Ja, wir haben hier ein paar Verluste von meinen Lieblingseinheiten. Ach, ey, ich weiß nicht, ich und Kavallerie, ich weiß, ich hab's selbst gesagt, glaube ich, es macht nicht so viel Sinn. Ich hätte vorhin, ich Horst, ich hätte sie, zwei, das mit reinreiten von hinten war gut. Die sind ja sofort in der Moral ins Wanken gekommen und weggerannt. Ich habe sie ja abgeschlachtet und beim Abschlachten hat ja Jackson immer ein paar Einheiten verloren. Das haben wir ja auch gesehen. Ich hätte ihn früher abziehen sollen. Also der, ich bin so sehr in Total War drin, ne? Bin ich, finde ich. Also da kann die Kavallerie, wenn da nämlich die Infanterie läuft, dann hat die Infanterie, macht die kaum Damage, also kaum Schaden zurück. Das heißt, die Kavallerie macht, hakt immer einfach drauf und die Infanterie-Leute, die rennen quasi weg, ohne sich zu wehren. Und so kann man dann halt die Kavallerie einfach auf den Feind lassen und nach werden dann halt die Infanteriesoldaten weggeschnitzelt. Hier in dem Spiel ist das nicht so. Definitiv. Und ich hätte das, ich habe es vorhin gesehen, ich habe nicht reagiert. Und darum haben wir das Ergebnis und dann muss ich sagen, selber schuld. Wer nicht lernt, der muss fühlen. Und dann geht's ins Geld. So, ansonsten war die Schlacht doch einfach verloren. Abgefangene Nachricht. Die Vorfälle von Port Republic haben uns eine Sache gelehrt. Wir können die Rebellen nicht frontal angreifen. Wir müssen sie flankieren, General. Wir benötigen mehr Division, wenn wir diese bewerkstelligen sollen. Ja, noch eine abgefangene Nachricht. Der Druck der Konföderierten ist sehr hoch an allen Fronten und im Augenblick können wir
uns nur eine durchgreifende und intensive Ausbildung ihrer Soldaten leisten. Auf diese Weise helfen wir Ihnen, Heinrich, mit besseren Streitkräften konfrontiert. Wichtiger Bericht zu Handen von Heinrich. Trotz unserer jüngsten Erfolge wird die Union immer noch von jungen Freiwilligen unterstützt, die sich ihrer Armee anschließen wollen. In einem abgefangenen Bericht werden 2100 neue Rekruten erwähnt, die den Kampf gegen sie aufnehmen werden. Doch, dann ist es halt so. Dann sehe ich nur 2100 neue Ziele, die wir töten müssen. Ja, nächstes Mal gibt es eine Schlacht, eine große Schlacht. Daraus werde ich bestimmt wieder ein, zwei Videos machen für nächste Woche. Also freut euch schon mal drauf. Und ja, ich wünsche euch noch viel Spaß. Abonnieren, liken, kommentieren nicht vergessen. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.